geht's endlich los. Malte ist los. Carsten, sei du mein Gedanke. Ich wusste es. Malte, du damit herzlich jetzt willkommen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt ist am Start, merkst du? Herzlich willkommen zu Let's Play OMSI 2. Ich habe zwei Chaosköpfe dabei. Ihr habt's schon gehört. Hola. Hola, Senores en Seniori. Oder so. Und Seniores in Senioritas. Der Julian meinte ja in seinem Video, wo er hier bei überfrierende Nässe gefahren ist, hat er eine ganz kluge Idee gehabt. Bei dir regnet. Man könnte ja mal eine Challenge draus machen. Das habe ich nie gesagt, das hast du daraus das gemacht. Du hast gesagt, da könnte man ja vielleicht eine Challenge draus machen. Echt? Hast du gesagt? Das hast du gesagt. Ja, da könnte man eine draus machen. Ja, das ist, das ist beim James eine Aufforderung. Eindeutig ist das so. Der James, der hört das, könnte ja, man nicht. James ist Barney Stinson. Man könnte jetzt ein Bier holen. Herausforderung angenommen. Das war keine Herausforderung. Genau, ja, trotzdem. Genau. Richtig, ja. Ich bin gerade am überlegen, ob ich diesen Innenspiegel da jetzt haben will. Ja, oder willst nicht. Du? Wir wollen losfahren. Nee, ich mach ihn mal. Moment, Modellkonfiguration. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Spiegel ich hab doch keine Zeit. Aus. Ah. So, das ist unser erster Fahrplan. Dann werde ich sollen um 6.19 Uhr am Hauptbahnhof kommen. Jetzt fängt ja so an hier mit Betriebsfahrt. Zeit doch jetzt mal noch mal ganz kurz auf meinem iPhone nachgucken. Die Zeit? Ach so, dein iPhone. Ja, mein wunderschönes, mattschwarzes, wunderschönes Smartphone. Hab ich auch, mein Schwarz. Ja, das ist total geil. Ja, das ist total geil. Und ich hab noch nicht mal eine Hülle drum, total geil. Telefon für Hühner. Nee. Doch, heißt auch iPhone. Das Telefon für die geilen Menschen, du. Für die Business-Menschen. Ah, guck mal, wir haben sogar Betriebsdruck. Wir können fahren. Echt? Druck hast du? Deine Lampe da vorne ist einfach anderes. Der James hat Druck, hast du gehört? Das ist die ABS-Leuchte, lieber Julian. Aber warum? Warum regnet es bei dir? Weil. Weiß er nicht. Weil. Das halt überfrierende Nässe auf verschneitem Untergrund sein soll. Hallo? Fährt der Bus auch irgendwann mal? Finde ich irgendwie bescheuert. Das ist die ABS-Leuchte, mein Lieber. Du hast nämlich nur die Bremse. Nee, das ist die ASR-Leuchte. Nein, die ist nicht drin. Doch, das ist die Bremse. Das ist echt die ist Bremse. Gelöst. Wo ist denn die Bremse? Zeig mal die Bremse. Die hat auch eine Leuchte. Geh mal näher ran an die Birne da. Ja. Will er uns denn will nicht zeigen? Ne? Ah, jetzt! Was will er uns denn? Da, Bremse gelöst. Ja, wir wollen an die Birne dran. Ja, wir wollen die Birne sehen. Zeig mal die Birne. Guck mal, das ist doch die Lampe für zu wenig Druck, beziehungsweise für Bremse angezogen. Die Bremse ist aber nicht angezogen. Guck, er rollt doch. Ja, das ist zu wenig Druck. Ja. Ey, ich kenne den Bus auch. Ja, ich bin kein Vollhorn. Geht schon. Der kennt den Bus auch, der Julian. Ja. Der doch, Julian, bist du. Der ist kein Vollhonk. Ich bin kein Vollhonk. Doch? Nein, ist er Julian nicht. Das möchte ich aber auch mal sagen. Siehste? Ja gut, stimmt. Er ist ein totaler Vollhonk. Nein, das auch nicht. Wohin fährst du denn? Fahren wir jetzt nur über den Betriebskreis? Fahren wir nur jetzt hier auf dem Betriebsgelände, oder? Ja, genau. Wir fahren jetzt ein bisschen im Kreis. 2 Stunden. Genau. So machen wir das. Nein, wir fahren von hier aus jetzt zum Hauptbahnhof. Wir sollen um 6.19 Uhr da sein. Wir haben 6.10 Uhr. Ich hab das beim letzten Mal auch geschafft. Okay. Okay. Beim letzten Mal hast du verkackt? Ja, ist Tonspur, Störgeräusche. Das Kabel lag über mein Handy. Das war vielleicht eine blöde Idee. Hey, kleiner Tipp. Weißt du, wo du sowas nicht gehabt hättest? OBS. Und iPhone. Was? Bei OBS und iPhone hättest du das nicht gehabt. Wenn das Kabel genau auf dem Gerät gelegen hätte, wäre es garantiert auch zu Störgeräuschen gekommen, weil das waren nämlich die Netzstörgeräusche, lieber Julia. Ja, wir wollten dich doch nur ärgern. Wir ärgern dich doch nur. Ja. Aber jetzt liegen zwischen den Handys und dem Kabel ungefähr 40 cm Abstand. Das sollte wohl reichen. Und eine Alufolie ums Handy. Nee, dann hat das Handy ja keinen Empfang mehr. So eine Alufolie ums Handy rum. So. Du hast ja Alufolie ums Kabel gemacht. Ja. Genau. Nee, sowas machen wir nicht. Übrigens, für die Zuschauer, ich gebe einfach mal Vollgas, dass sie sehen, dass es wirklich glatt ist, ja?
Guck mal, wie schön der Tacho hüpft. Ja. Ja, ist schön auch das ASR. ASR. Weil ich bin nicht lebensmüde, Julian. Ich lass das an. Ich hab's ausgemacht. Ich hab gedacht, ja, weiß damit ich. Würde ich irgendwie hab besser ich beschleunigen können. Ja, aber ich kann gleich gerne zeigen, was dann passiert. Du kannst ja jetzt schon aufs Gas treten, bis du da vorne bei dem Auto bist, hast du noch ein bisschen Zeit. Nee. Beim Bremsen lieber nicht. Rutscht du immer noch? Ein Kleber. Ich bin gerade hier im Standgas. Ein Kleber, da musst du aufpassen, die können für gewöhnlich nicht Auto fahren. Ja, weiß ich. Die können Kleber für gewöhnlich eigentlich gar nichts. Ja, eigentlich sind das da die Ende-Parara. Drehst du schön durch, ja, da hängt der Tacho bei 50 und die Kiste bewegt sich keinen Meter. Im Ruhrpott bist du da bei den Ende-Parern. Aber hier im Rheinland bist du, also in so Region um Düsseldorf rum, bist du bei Klever. Mhm. Klever, die können kein Auto fahren. Aber du wohnst ja nicht im Rheinland, oder? Niederrhein. Okay. Siehste. Aber eigentlich im Ruhrpott. Offiziell im Ruhrpott. Ich wollte gerade sagen, du wohnst doch in Dortmund. Ja. Ist doch der Inbegriff von Ruhrpott. Nee. Mein Kollege. Der Inbegriff von Ruhrpott ist Bochum. Weil das ist nämlich tief im Westen, wo die Sonne verfallt. Also weiß ist ich nicht. Ist besser! Viel besser als man glaubt! Mit Ruhrpott bringe ich irgendwie immer Dortmund in Verbindung. Tief im Westen! Ich hab den Cast getriggert! Yay! Ach ja. Wird die Ampel auch irgendwann mal grün? Ja. Nein, die hab ich Glück auch. Auf! Dann fahr mal los, die ist grün. Ja, ich bin dabei, Carsten. Es ist heute ein bisschen langsamer und gediegener. Weißt du? Ah, wir fahren Halbgas. Er macht auch den Blinker an. Das ist sehr schön. Das lobe ich ja, mir. Ja, Carsten, ich kenne die Verkehrsregeln. Ich weiß, dass man rechts fährt und dass man blinkt, wenn man abbiegt. Ich weiß auch, dass man nicht blinkt, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt. Gut. Das finde ich sehr lobenswert. Wissen viele Leute gar nicht. Der feine Macht, genau. Der feine Macht. Viele Let's Player wissen das gar nicht. Der feine Macht. Der fein, der war ganz fein. Julian, warum lachst du? Guck mal da, Fahrradweg. Ich hab gar nicht gelacht, ich hab nur gesagt, hat der feine Macht. Ey, der bremst. Achso. Jetzt fährt er wieder. Du Carsten, ich weiß sogar, dass man in den Rückspiegel guckt, wenn man einen Fahrradweg überquert. Echt? Echt? Ja. Ich nie. Meinst du? Und wenn man rechts abbiegt, muss man das auch machen? Ja, natürlich. Ah, okay. In den Spiegel gucken. Eigentlich, wenn du rechts abbiegst, sogar nicht nur die Spiegel benutzt, sondern nach hinten gucken. Ja, Schulterblick. Ja. Der James gerade seinen Führerschein fertig gemacht. Nein, aber zumindest die Theorieprüfung. Soweit war er schon. Ach, die also hast du bestanden? In der Theorie. Jein. Jein, was heißt jein? Ich war für die Prüfung zugelassen, bin aber nicht hingegangen, weil ich kein Geld dafür hatte. Ah, oh. Das war das Blöde an der Geschichte. Aber ich war zur Prüfung zugelassen und ich hab das Wissen auch noch. Hast du das noch? Willst du das nicht ja vergessen? Ja, nein. Guck mal, dann kannst du ja jetzt bald die Prüfung machen. Nee, Julian, das ist schon anderthalb Jahre her und die Prüfungszulassung gilt nur ein halbes Jahr. Ja gut, dann musst du nochmal neu. Dann musst du nochmal neu machen, ne? Aber dann musst du ja dann nochmal neu machen, wenn du bei der KVB anfangen willst. Ja. 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 Wenn ich die Zusage dafür habe, kann ich mich auch darum kümmern, dass ich das Geld dafür irgendwo herkriege. Die haben jetzt gesagt, wollen die Fahrkartenautomaten abschaffen. Ich hab die gesagt. Tickets, ne? Ja, die sagen viel, wenn der Tag lang ist. Ja, die haben jetzt das so gesagt, dass die erstens nochmal Geld in die Infrastruktur, Schienen, Busse und Bahnen stecken wollen. Also Schienen, Busse und Bahnen. Und dann wollen die Fahrkartenautomaten abschaffen, dass du die Fahrkarten entweder beim Fahrer kaufst oder mit dem Handy. Man hat ja schon gesagt, dass man insgesamt eigentlich diese Papp-Fahrkarten abschaffen möchte. Komplett. Ja, das wollen die schon seit Ende der 90er. Die meisten haben ihre... Ja gut, aber heutzutage haben die meisten echt ihre Tickets auf dem Handy oder auf der... Ja, da bin ich schon zweimal mit reingefallen mit dem Ticket auf dem Handy mittlerweile. Smartwatch. Wieso? Ja, weil ich das Ticket auf dem Handy gekauft habe.
und dann die App nicht mehr aufging. Das war ja, also das war besonders spaßig und dann darfst du halt noch ein Ticket zu kaufen, aber das Geld habe ich mir wiederholt. Die ja, kleinen Pisser. Es gab seinerzeit hier im VRS in den Stadtbahnen mal ein Pilotprojekt Ende der 90er, das sogenannte ET, das intelligente Ticket. Okay. Das hast du an diesen Automaten-Dings, also es war sowas ähnliches wie ein Entwerter in Blau. Da hast du dein Ticket drangehalten, wenn du eingestiegen bist. Und wenn du ausgestiegen bist, hast du es wieder drangehalten. Mhm. Und zum Monatsende haben sie dir das dann berechnet. Ah, dann können die gucken, wie viele Fahrten du hast. Ja, genau. Aber kann man, das schaffe ich noch. Die war noch gelb. Kann man sowas denn kontrollieren? Das ist halt die Frage, ne? Dann musst du halt eine komplette Abteilung haben, die die ganzen Fahrten da, oder ein Programm haben, was die ganzen Fahrten da auswertet. Und ich denke mal, dass das elektronisch gemacht wurde, ja. Obwohl, ja, wenn klar. Du, ja, stimmt schon. Wenn du da drin stehst und der Kontrolleur kommt, dann hat er wahrscheinlich so ein Gerät und dann sieht er, ob du das dran gehalten hast oder nicht wahrscheinlich. Ja. Richtig. Ja, richtig, ne? Eieiei. Da ist eine Haltestelle, James. Ja, aber wir sind ja Betriebsfahrt. Ach ja, wir sind ja noch Betriebsfahrt, ne? James. Ja. Ich hab jetzt letztens wieder, ich glaube gestern in Dortmund, an ich den die 100% 1:1 White Lady wieder gesehen. Echt? Also das war der NG313, diese Generation hier, mit LED-Matrix tatsächlich. Also diese Flipdot-LED-Geschichte. Also Flipdot mit LED. Ja, das ist von LAVO. Das ist innovativ. 1:1 damals. Innovativ. An der Uni vorbei, ist an der Uni vorbei geprescht. Echt? Karren. Warum hält der da nie an? Der Scheißkerl? Weil da keine Haltestelle war. Das schaff ich noch. Ja, aber nicht zu so schnell, ne? Weiß ja. Das ist rutschig. Sonst rutschst du. Ich war 25. Ist egal. Ja, nicht zu so schnell. Ich bin auch irgendwie mit 30 hin und her gegangen. Nee, Julia, du bist du. Ich hab deine Videos gesehen. Du bist zwischendurch gerast wie ein Irrer. Also als ich da hin und her getitscht und in die Botanik geflogen bin, da bin ich 30 gefahren. Doch. Ich weiß nicht, wo bei dir auf dem Tacho die 30 ist. Eigentlich überall. Die fängt ganz unten an und hört am rechten Ende auf. Ja. Also ich fahre jetzt 35. Nee, noch nicht ganz. Ja, so schnell war ich an der Stelle dann auch, als ich abgebremst habe. Ja, da warst also du schon, warst aber Meter schon am Fliegen. Hat. Ich noch nicht am Fliegen. Was sind wir denn da? Doch. Mit Schnacker. Gleich. Das ist rot, nicht mehr weit. Ne? Der Betriebshof. Ja, ich bremse ja auch schon. Ich warte darauf, dass er irgendwo drauf rutscht. Dass er, nach 2 Stunden ist man dann irgendwann... Nee, Julia, das wird nicht passieren. Jetzt sag mal hier nicht, nee. Doch, mein Lieber, das wird passieren. Nee. Weißt du, warum nicht? Weißt du, warum nicht? Weil ich definitiv an keiner Stelle schneller als 40 fahre. Boah, du bist ja langweilig. Ey. Ich wollte schon sagen, du fährst ohne Kollision. Nee, die Kollisionen sind an. Ah, schön. Achso, wir sind auf der Abbiegerspur, da will ich nicht hin. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Spiegel. Spiegel habe ich. Und über eine durchgezogene Linie gefahren. Sehr schön. Nein, die fing erst. Nein, da war durchgezogen. Ja, aber da war ich schon mit dem halben Wagen drüben. Wie viel Minusgrade hast du denn? Minus Julian, Carsten, mit wie vielen Rädern darf man mit einem PKW über eine durchgezogene Linie fahren? Ja, aber nicht beim Spurwechsel, mein Freund. Weiß nicht, kommt darauf an, wie viele Frames hast du gerade? Null. Gerade nicht so viele. Schwarze Frames. Also gerade einen Frame. Es ist der Hauptbahnhof. Der ist schwierig. Echt? Ist schwierig? Immer noch? Ja. Dabei hast du den Ultra-Porno-Prozessor von uns allen. Den Ultra-Porno-Mega-Prozessor hast du. Ja, das trotzdem ist... Trotzdem willst du das Omsi mal vielleicht neu aufsetzen oder so? Hör mal, willst du das Omsi mal neu aufsetzen? Oder so? Nein. Ja? Nein. Echt nicht? Ja, keine Rückmeldung. Ah, guck mal. Da sind wir wieder. Ich habe den Train Simulator auf seinem Desktop gesehen. Ja, den Microsoft Train Simulator. Ja. Aber den sehen die Zuschauer ja nicht, weil ich da Bilder drauf schneide. Echt? Warum schneidest du nicht einfach raus?
Weil dann quatschen, ja, die, das Gespräch, ja genau. Ach so. Also wenn ich alleine unterwegs wäre, würde ich das rausschneiden, aber... Aber so nicht. So würde ich das Gespräch ja zerfetzen. Jetzt, jetzt legt er dann einfach was drüber, willst du nur nicht sehen, dass die Leute deinen Porno-Ordner finden, ne? Nee, ich bin einfach nur der Meinung, die Leute geht mein Desktop nichts an. Echt nicht? Nee, echt nicht. Weißt du, was der Vorteil an einem Mac-Desktop ist, tatsächlich? Ja, kannst du ausblenden, ne? Da liegt nichts drauf. Da hast du nämlich nur unten dein Dock und deine Menüleiste, also im Standardfall. Es gibt natürlich auch Dateien, die man darauf abnehmen kann. Könnt meinen auch ausblenden, so ist es nicht. Genau, so ist nicht. So ist nicht. Ach guck, wir sind am Hauptbahnhof. Ja. Carsten, bist du krank wieder? Nur noch. Ja, ein bisschen. Wieder? Wahrscheinlich immer noch. Immer noch, immer weiter. Ja, ein bisschen immer noch. Fängst du dir jede Krankheit ein, die gerade oben läuft? Ach, ich bin irgendwie auch müde. Trink doch mal Actimel für deinen Abwehrkraft. Ach, Quatsch. Doch, Actimel aktiviert Abwehrkraft. Ja. Ihr glaubt auch echt der Werbung, ne? Oder? Ich habe schon Ewigkeiten keine Fernsehwerbung mehr gesehen. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass Actimel wohl tatsächlich was bringt. Aha, wer sagt das? Dieses Video ist gesponsert von Actimel. Von Actimel, genau.